Ich bin Julian Dawes. Ich räume auf in Miami. Naja, ein paar faule Äpfel habe ich aussortiert, aber nicht ganz allein. Ich bin mein ganzes Leben lang Police Officer. Und auch wenn es weh tut, es zuzugeben, ist mir klar geworden, dass unsere Polizeiarbeit, vor allem die Drogenbekämpfung, hoffnungslos veraltet ist. Mit Ihrer Investition schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Miami aufräumen. Stellt euch vor, man nennt Dawes schon Amerikas Polizeichef. Was soll denn das überhaupt sein? Das ist ein Investorenvideo. Sagt ihr Preferred Outcomes was? Nein. Okay. Dawes hält eine Privatpolizei für die Lösung. Und mit Preferred Outcomes will er diesen Markt dann beherrschen. Weißt du was, Kai? Bring mich zurück in den Knast. Vielleicht später. Erstmal. Ein Autohaus? Nein, es ist die koreanische Mafia und Dawes ist auch dabei. Wofür du sicher Beweise hast? Nein, aber ich habe einen Insider. Er heißt Boomer. Er ist eine Art IT-Freelancer für Drecksäcke. Ihr holt ihn in der Nähe des Autohauses ab. Mit seinen Infos kriegen wir Dawes dran. Warum genau soll ich dir nochmal vertrauen? Weil du der Einzige bist, der Dawes mehr hast als ich. Dein Boomer ist eine Stunde zu spät, Kai. Er geht nicht dran. Irgendwas stimmt da nicht. Ohne ihn kriegen wir nichts über Dawes raus. Naja, nicht unbedingt. Wir sollen also einbrechen. Ist noch jemand drin? Sag meiner Frau, dass ich heute später komme. Schaffst du das oder verkackst du das auch? Sie sind weg. Okay, dann brecht ein. Es muss Verkaufsdaten geben, Käuferdaten, Bonitätsprüfungen, irgendwas. Das ist wirklich das letzte Drecksloch. Ihr müsst den Computer finden, mit dem Thumbdrive das Passwort knacken und die Dateien stehlen. Rein und raus, Kinderdank, okay? Ein Auto würde ich von dem ganz sicher nicht kaufen. Ach, Nick, halt nach Boomer Ausschau, okay? Ist ein guter Junge. Wir tun, was wir können. Sind wir jetzt auch noch Babysitter? Park einfach am Autohaus. Irgendwo, wo es dunkel ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist mein letzter Bruch fast 20 Jahre her. Keine Sorge. Ist angeblich wie Fahrradfahren. Wer macht denn hier draußen ein Autohaus auf? Jemand, dem es scheißegal ist, ob er Autos verkauft. Kein Alarm. Cool. Hier stehen haufenweise Computer. Wenn er online ist, ist es der Falsche. Hm.
Dein Brief? Der hier ist es. Also gut, Kai. Wehe, das klappt nicht. Ach, Scheiße. Wir haben wohl den stillen Alarm ausgelöst. Ja. Und das sind keine Cops. Sie kommen! Such weiter! Das sehe ich mir mal an. Ausschwärmen, los! Seht da drüben nach! Schaut euch um! Seht über... Hände hoch! Los! Knallt ihn ab! Wir kriegen noch einen Nachtisch. Such deine Position und halte sie. Na? Wie gefällt dir dein erster Tag in Freiheit? Tja, Knast oder das hier? Mir ist das hier lieber. Ich mach gut. Vorsicht! Da kommen sie. Ist der krank? Haltet ihn auf! Rückgreif! Lernt man so einiges. Hm. Übrigens, meine alten Kumpel sind unterwegs hierher. Scheiße. Einfach hat sie gesagt. Ein Kinderspiel und so. Aufpassen! Ich sehe ihn! Auf!
Da drüben! Nichts wie weg hier. Los, los, los. Ins Fluss. Verdammt, was für ein Theater! Kai, wir haben die Dateien. Wir kommen. Langsam. Erst müssen wir Bruma finden. Willst du mich verscheißern? Er ist auf Kangs Schrottplatz. Nicht weit weg. Kann ich die Dateien nicht lesen? Hi, die Typen vom Autohaus. Sie sind noch da. Ihr wollt euch doch Dorfs vorknöpfen, oder? Das ist der erste Schritt, kapiert? Okay, verstanden. Wir melden uns. Was die Lady will, kriegt sie auch. Okay, halt hier an. Dann suchen wir diesen Boomer. Hey, gibst du mir Deckung? Okay. Okay, ich bin soweit. Mindestens 5 oder 6 Typen. Und vermutlich auch ein Alarm. Wie sollen wir vorgehen, Officer? Nicht so viele Autos. Vielleicht sind wir die nächsten. Sicher. Das habe ich doch gesagt. Er will, dass ich mich um den Kram kümmere. Er vertraut mir. Ich muss länger bleiben. Du willst doch, dass ich die Beförderung kriege, oder? Scheiße! Der Teufel ist nicht! Vorsicht! Er ist total krank!
Hallo? Holt sie euch! Da drüben ist er! Da! Da. Hier kommt ein Molotow-Cocktail! Da drüben! Hier drüben! Ich sehe ihn! Hey, da! Molotow-Cocktail kommt! Scheiße, Mitch. Gute Arbeit. Jetzt habe ich echt Angst vor dir. Dann mal los. Ich kriege keine Luft! LK. Was macht Lily Kangs Gepäck denn im Parkhaus? Okay. Ich habe Schüsse gehört. Und ich lebe noch, also gehörst du nicht zu sehen. Komm schon! Lass mich raten, Boomer. Oh Mann, danke. Du bist Kais Freund, oder? Kais Freund? Nicht wirklich. Was haben sie mit dir gemacht? Es ging um die Dateien, die ich für Kai ziehen sollte. Sie haben mich beim Runterladen erwischt. Wollten die dich in eine Schrottpresse stecken? Du kennst doch diese kriminellen Psychopathen, oder? Diese Typen treiben's auf die Spitze, Mann. Aber du hast die Dateien, oder? Natürlich, auf meinem Laptop. Und der ist in meinem Wagen. Und der ist auf der anderen Seite des Lagerhauses. Und da ist alles voller Wachen. Fuck! Am sichersten bist du im Kofferraum. Was? Nee, vergiss das, Kemosabi. Ich komm mit. Bin gleich wieder da, ich versprech's. Mann, ohne meine Keycard kommst du nicht ins Lagerhaus. Hey! Danke. Hey! Nein! Mann! Hey, Mann, ich bin ein bisschen enttäuscht. Hey, das war gar nicht cool. Das war nicht cool. Sehr uncool, Mann. Ich geh in das Lagerhaus, halt die Augen offen. Ich sage dir Bescheid, wenn einer kommt. Okay, sieht gut aus. Dann schnapp dir den Laptop und weg hier.
Öffentlich kann sie wenigstens tanzen. Das Ding ist aktiv. Was geht hier vor sich? Carson, ich nehme den Laptop des Jungen. Zurück. Ich glaube, der ist hinter sich. Da drüben nachsehen. Er muss hier sein. Das sehe ich. Das muss er sein. Fuck. Scheiß, no. Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist. Sechs Typen mindestens. Wir sind im Lagerhaus. Los, sucht sie. Fuck. Sucht überall! Hey! Darüber, los! Da! Was zur Hölle? Hey, hey, hey! Ich sehe nichts! Da drüben! Ich hab ihn! Überall! Da drüben ist er! Scheiße!
Sie haben mich gesehen. Nur Moment! Aus dem Kofferraum und komm her. Molotow-Cocktail, komm! Scheiße, da kommen noch. Er ist hier lang. Wir werden beschossen. Schnappt ihn! Schaut euch um! Okay, ich gehe durch. Molotow-Cocktail, komm! Ist der da drüben nach? Findet da drüben nach! Hier kommt ein Molotow-Cocktail! Wo ist er denn hin? Sucht weiter! Ich sehe ihn nicht! Los jetzt! Hey! Wer hat gesessen? Da! Er ist hier lang! Vorsicht! Hey, überall! Alles klar! Dann mal los! Na dann, los! Moment, wo ist der Junge? Keine Ahnung, hat sich wohl verdrückt. Ich will meinen Laptop. Solltest du nicht im Kofferraum warten? Wir reden später, okay? Los, los, los! Los, los, los! Geh aus dem Raum! Nach links, nach links! Weiter! Falsche Richtung, Kumpel. Los, los, los! Geh aus dem Raum! Nach links, links, links! Weiter! Rechts lang! Kurs folgen und nicht anhalten! Dem Gewackel kann doch keiner schießen! Lass uns Plätze tauschen! Nimm das Lenkrad! Okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig! Okay, ich hab's! Ja. Los, halt hinter dieser Ecke an und dann zurück! Schnappen wir uns die Kerle! Jetzt! Drauf! Oh, man!
das nicht nochmal. Okay. Okay, das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und dann verkaufen sie ans Autohaus. Mann, hätte von mir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Dorst-Leute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Ja, ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Okay, das hier ist die Schaltzentrale. Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir Dorst damit schaden, lohnt es sich. Also, wer ist dieser Kang? Er hat Downtown LA in der Hand, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat eine geile Braut, zahlt gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse scheint er cool zu sein. Außerdem leitet er Dorst Geschäfte in LA. Wenn wir den ausschalten, hat Dorst hier niemanden mehr. Dann sagen wir mal Hallo. Na toll. Ausgerechnet heute bricht der Gangkrieg aus. Ich bin begeistert. Immer mit der Ruhe. Wir warten einfach ab. Und wenn Kang in sein Auto einsteigt. Seht ihr das? Hände hoch! Los! Was? Was ist hier? Hey! Hey! Was? Hey! Das sind alle Dorfstadt.
unsere Männer mit verfickten Raketen. Da drüben ist da oben! Diesen Schwanzlutscher kalt! Weg, schieb die Deckung. Einen auf! Da! Bin gleich hinter dir, Nick. Da oben ist er! Hey, hey! Okay! Ja! Eine Bombe drunter. Dann halt ein bisschen Abstand, okay? Okay.
erledigt. Wertvolles. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketball-Profi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Hey, Scheiße, ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's doch gleich geschafft. Vielleicht solltest du mal da aussteigen. Tyson, verdammt! Geh nach hinten und schieb! Raus da! Scheiße! Kein Wort jetzt.